der ersten Folge unserer Reihe zur Star Citizen Lore und History hat die Menschheit die Grenzen des eigenen Sonnensystems überwunden und mit der Gründung der United Nations of Earth einen ersten gemeinsamen Schritt zur Eroberung des Weltraums geleistet. Diese Folge beginnt mit der Erzählung im Jahr 2438, kaum 100 Jahre nach Gründung der UNE. Als ein weiteres einschneidendes Ereignis den Menschen erneut vor Augen führt, dass sie noch ganz am Anfang ihrer Reise stehen. Der Erstkontakt mit einer fremden Spezies. Für Vernon Tarr, einen Entdecker und Glücksritter, der im neu entdeckten System Davian nach weiteren Jump Points forschte, war es ein Tag wie jeder andere. Stundenlang scannte er den Weltraum um sich herum, Sektor für Sektor, Kuchenstück für Kuchenstück. Ein eintöniger und sehr einsamer Job. In seiner späteren Erzählung beschreibt er, wie ihm das plötzliche Ping, mit denen seine Sensoren ihm über einen neuen Kontakt informierten, einen fürchterlichen Schreck versetzte. Als Vernon daraufhin feststellte, dass es sich bei dem Kontakt um ein Schiff und nicht um einen gewünschten neuen Jumppoint handelte, wollte er erst gar nicht dorthin fliegen. Erst als das Schiff sich von sich aus näherte, warf auch Vernon einen genaueren Blick auf die Daten und stellte zu seinem Erstaunen fest, dass es sich hierbei nicht um ein von Menschen gebautes Raumschiff handelte. Vernon Tarr war von einem Moment auf den anderen zu einem Pionier der Menschheit geworden. Er hatte den Erstkontakt mit der Spezies der Banu hergestellt. So viel zur offiziellen Geschichte. In Wahrheit hatte Vernon Tarr nach der Entdeckung des neuen Kontaktes direkt das Feuer eröffnet, weil er davon ausging, auf das Schiff eines Konkurrenten getroffen zu sein. Erst nach einer ganzen Weile realisierte er, dass es sich hier um ein Alienschiff handelte, stellte das Feuer ein und rief das UNI um Hilfe. Umgehend wurde eine Delegation zu seinen Koordinaten geschickt. Diese verstand es, mit Hilfe von Zeichensprache und Pantomime den aufgeregten Banu, den sie übrigens Jerry nannten, zu beruhigen und damit zu verhindern, dass der Erstkontakt der Menschheit mit einer anderen Spezies direkt in einem interstellaren Krieg mündet. Vernon Tarr wurde untersagt, die Wahrheit über den Vorfall zu berichten und in Zukunft bei seinen Erzählungen den Einsatz seiner Waffen einfach wegzulassen. Im Gegenzug dazu würde er als Held und Entdecker der Banu in die Geschichte eingehen. Tarr willigte ein, was sicher wenig verwunderlich ist. Im Hintergrund waren die Streitkräfte in Alarmbereitschaft versetzt worden, was sich jedoch glücklicherweise als unnötig erwies. Keine zwei Wochen nach dem Erstkontakt traf eine Delegation der Banu im Davian-System ein und die Techniker beider Seiten erarbeiteten schnell eine Möglichkeit für beide Spezies, um miteinander zu kommunizieren. Die Banu stellten sich als friedliches, handelsorientiertes und vor allem sehr neugieriges Volk heraus. Genau wie die Menschheit hatten sie erst vor kurzem den Sprung in die Tiefen des Weltraums gewagt und waren daher an einem Wissensaustausch sehr interessiert. Deshalb wundert es auch nicht, dass die Diplomaten von beiden Seiten schnell Nägel mit Köpfen machten. Bereits im Oktober 2438, also kaum 4 Monate nach dem Erstkontakt, unterzeichneten die UNI und die Banu gemeinsam das Interstellare Friedens- und Handelsabkommen, welches heute noch in seiner Kernaussage Bestand hat. Was nun beginnt, ist eine Zeit des Aufbruchs. Gestärkt durch den positiv verlaufenden Erstkontakt mit einer fremden Spezies und dem sich daraus entwickelten Austausch von Wissen und Technologie, beginnen immer mehr Menschen, ihre Angst vor dem Unbekannten hinter sich zu lassen und strömen von der übervölkerten Erde in die Weiten des Alls. Werbekampagnen von Terraforming-Firmen und Unternehmen wie Roberts Space Industries verstärken den Pioniergeist der Menschen und locken weitere Siedler und Abenteurer in die frisch gegründeten Kolonien. Bereits im Jahr 2516 hat die Menschheit sich auf insgesamt 12 Sternensysteme ausgebreitet, was den Kontakt zum Heimatplaneten nicht immer einfach gestaltet. Die Ausbreitung der Menschheit auf neue Planeten und Systeme wie Terra schreitet in den kommenden Jahren so rasant fort, dass sich das UNI bald mit einem politischen Problem konfrontiert sieht. Bereits im Jahr 2523 leben 70% der Menschheit nicht mehr auf der Erde, werden aber von der Erde aus regiert, ohne ein Mitspracherecht zu haben. Schließlich gibt die Regierung nach und beschließt eine Umformung der United Nations of Earth in die United Planets of Earth, kurz UPE. Im Kongress der UPE sind nun nicht länger einzelne Nationen vertreten, sondern die Delegierten der jeweiligen Planeten. Zur Zeit der Gründung umfasst die UPE 12 Planeten, deren Bevölkerungszahl etwa die der Erde herankommt und somit berechtigt sind,
an der Kongressbildung beteiligt zu sein. Auch wenn nicht alle Menschen innerhalb der UPI glücklich mit der neuen Regierungsform sind und sich nach wie vor nicht repräsentiert fühlen, überwiegt in dieser Zeit noch der Entdeckergeist. Der Weltraum scheint der wahre Ort der unbegrenzten Möglichkeiten zu sein und fast täglich versetzen neue Entdeckungen und Forschungsergebnisse die Menschheit in Staunen. Im Jahr 2530 finden die Ergebnisse des Pioniergangs einen weiteren vorläufigen Höhepunkt. Das Volk der Xi'an wird entdeckt. Ähnlich wie bei dem Erstkontakt mit dem Banu knapp 100 Jahre zuvor verläuft die tatsächliche Begegnung mit dem neuen Volk für die Menschheit wenig ruhmreich. Durch den Wettlauf um das Terraforming angestachelt, verzichtet ein Unternehmen auf umfangreiche Scans und Untersuchungen um einen designierten Planeten und beginnt direkt mit dem Terraforming-Prozess. Noch während die Wissenschaftler ihr Equipment im All in Stellung bringen, taucht eine Flotte der Xi'an auf und zeigt sich wenig begeistert. Die Xi'an hatten den Planeten bereits vor einiger Zeit selbst besiedelt. Das fremde Volk nimmt alle Mitarbeiter des Unternehmens gefangen und entlässt nur einen Vorarbeiter als Zeichen des guten Willens. Auch wenn sich das UPI umgehend um Klärung bemüht, gestalten sich die Verhandlungen mit den Xi'an als sehr anspruchsvoll. Es wird bekannt, dass die Xi'an eine deutlich höhere Lebensspanne als die Menschen besitzen und insbesondere in Sachen Diplomatie äußerst präzise und unnachgiebig verhandeln. Insgesamt 57 Tage müssen die 275 Geiseln unter der Herrschaft der Xi'an ausharren, bis endlich eine Einigung erzielt werden kann. Auch wenn bei diesem Erstkontakt der Ausbruch eines Krieges knapp vermieden werden konnte, waren seitdem die Beziehungen zum Volk der Xi'an ziemlich angespannt. Und sie sollten es auch noch für eine sehr lange Zeit bleiben. In der nächsten Folge unserer Reihe wird die Menschheit eine weitere fremde Rasse, die Tevarinen, entdecken und schnell bemerken, dass nicht alle Erstkontakte halbwegs friedlich enden. Der erste interstellare Krieg wird die Menschheit erschüttern und aus den Trümmern erhebt sich schließlich ein Machthaber, der die Menschheit für lange Zeit prägen und an den Rand der Selbstvernichtung führen wird. Ivar Messer, der erste Imperator des United Empire of Earth.